Ettelbrek, Pärt von den Ardennen. Do wo gut Land an Teisle giver geht, do wo dulzischt an Twerk an Zauer fließen. Ettelbrek ass aber schon immer Handelszenter, Bauern a Schulstadt. 7.800 Leute leben haut hei, et wären da 4.200, wie die Wirtschaft offiziell Stadt ginas. Der Großherzog Wilhelm IV. Hat den 4. August 1907 Ettelbrek den Titel akkordiert. Mei Ettelbrek ist ein gutes Stück mehr als das. Nur der Römer soll den Hunnekinnig Attila Etzel auch zu Ettelbrek passiert sein. Am Jahr 1901 wird Ettelbrek ein erstes Kehr schriftlich annimmt, wie die Ländereien zu Hettilbrucka an den Besitz von der Irstenacher Abtei übergungen. Santa 1780 haben immer Neumärz den Handel gestärkt, der Buttermarkt zum Beispiel und den die Skulptur von Vilofi bis heute erinnert. Spätestens von 1862 an, wie die Eisenbahn kam, war Ettelbrek der Charakter als regionalen Center nicht mehr aufzustreiten. Ackerhofsstadt ist Ettelbrek auch nach Haut. Die Fußgängerzone, die 1997 angeweiht gauf, ist 450 Meter lang. Und wenn durch Ettelbrek Oberhof geht, trippelt lang 270 Kommersen. Als enger Geschichte ist Ettelbrek zweimal Bühne für Evenemente von nationaler Bedeutung. 1841 am April. Parlament und Regierung verlehen ihre Sitz für Engwoch auf Ettelbrek. Allein heute Filamente für die erste freiheitliche Verfassung. Konstituant tagt 5 Mal an einem Schulsaal. Es war die erste und einzige Parlamentssitzung aus der Mauer von der Stadt Lützburg an dieser Geschichte. 1864, der 5. Juni, sangen 550 Sänger eine Melodie aus der Feder von ihrem Dirigent Antoine Zinnen mit einem Text von Michel Lenz. Es ist durch Opferung von der Hemischt, Eiser Nationalhymne zu Ettelbrek. Überhaupt die Erinnerung, weil dir stark wird, der für mir frei leben. So steht es im Monument au Mort, ein Element von der Erinnerung und die deichtesten Stunden aus der rezenten Ettelbreker Geschichte. 4 Jahre, 4 Monate wird Stadt in der deutschen Okkupation bis den 11. September 1944. Du hauset, die Amerikaner sind da. Es ist ein Kurzdobotmen, den 20. Dezember wird Ettelbrek Nees besät, das ist den Obtakt von der Ardennen- oder Rundstedt-Offensiv. Mit Christtag ist Ettelbrek Nees frei, für zweit während die Amerikaner da. Wie bei all dem Misere vergessen die Ettelbreker nicht, wem sie Merci zu sagen haben, den amerikanischen Verbänden, die unter dem Kommando vom Colonel Lansing McVicker stungen und zu der 3. Armee vom General Patton gehört haben. Dafür nennt Ettelbrek sich auch Pattenstadt aus Dankbarkeit. An Ettelbrek haut, gefeiert geht Stadt von Heuhaus aus dem frühere Pärhaus, das seit 1963 als Gemeng genutzt wird. Haus aus von 1726 ersteht ein Denkmalschutz. Am Laufe der letzten Jahre sind heute Decisionen gefallen, für Ettelbrek eine Reihe neue Infrastrukturen zu gehen, um die Stadt zu beneiden. Der KP zum Beispiel, der Centre des Arts Pluriel, benannt nach früheren Deputémaire Ed Juncker. Am Herz vom KP ein großer Saal für Konzerte, Theater und Ähnliches. Der Saal bietet Platz für 450 Leute. Rundherum die Räumlichkeiten vom Conservatoire du Nord, an dem mehr als 800 Schülerinnen und Schüler aus der Region musikalisch formiert gehen. Die neue Sportzahl, 1997 angeweiht, themischt von der Erzähler, dem Ettelbreker Basket. Ein Hall mit Platz für 2000 Spektatoren.
geht noch zu Ettelbrück, der Centre Pontalis, ein Alters- und Pflegeheim für 150 Eler Leute. 2007 ging es ab, da wo sonst ein Zentralhospiz unterbrochen war. Den heidischen Centre Hospitalier Neuropsychiatrik beschäftigt 635 Leute, 100 Männer wie ein anderes Spital, den Hôpital Saint-Louis, dem mit 735 Mitarbeiter der größte Patron zu Ettelbrück ist. 2003 als sein neues Gebäude angeweiht gehen. Und da gehen es ja auch nach dem Lycée. Neben dem CNFPC, dem Nationalen Center für Weiterbildung, sind da 4 unter 12. Die Lycée Technik, die Ackerbauschule, die Lycée für Gesundheitsberufe und der Privatlycée Saint-Anne. 3.500 Schüler drücken an die verschiedenen Gebäude denk und die kommen nach lang nicht all von Ettelbrück selber. Und so ist die Pacht von den Ardennen auch ein Entrestier für Fubausen ran. Die Stadt ist ihrer Vokation als regionalen Attraktionspunkt, die sie traditionell war, bis heute gerecht blieben. Das gilt für den Handel, für die Schulen, für Sport und für Kultur. An Ettelbrück ist Multikulti. 45% von den Ettelbrücker haben keine Lützebäuer Pass, und von denen 55% haben da viel Migrationshintergrund. Italiener, Portugiesen, Kapverdianer. Sie leben zu einem guten Deal an all Ettelbrück und bauen hier um neuen Ettelbrück.